Recht herzlich willkommen zur 61. Folge von Stellaris. Ja, wir haben letztes Mal hier geguckt, das war da ein Planetennamen, der einzeln unterwegs ist, den wir jetzt nicht ändern können in dem Sinne. Das ist ja dieser hier, der steht da auch. Terzam. Okay. Defensivabkommen, Einladung kann weg. Ja, das wissen wir jetzt auch. Rivalität. Assa, hast du immer... Okay. Nicht Angriffsversprechen. Ja, machen wir erstmal zustimmen, alles gut. So, jetzt wollte ich noch den zweiten Sektor gerade einmal auswählen und zu gucken, ob der noch erweiterbar ist. Aber das nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es gemacht habe letztes Mal oder nicht, aber so wie es aussieht, kann man den auf jeden Fall nicht erweitern. Hier erweitert sich schon was von jemand anders. Liegt, ob dem ist. Okay, die haben zwei Planeten dann. Auch schön. Und, also nee, dann müssen wir hier unten schließen, so war das. Ja, okay, das läuft soweit erstmal, oder auch schlecht. Minok. Die sind da auch mal bei uns gewesen, ne, oder so, glaube, ne. Oder war das wer anders? Ne, Hesel, hier war irgendwo noch so ein Planet mit einer Lebensform. Das wird wahrscheinlich dann dieser gewesen sein. Gut, was können wir tun? Das ist die Frage. Im Endeffekt so richtig tun können wir eigentlich schon gar nichts wieder. Neutrale Flotte. Ziemlich neutral die Flotte jetzt so, ne? Wie sieht's aus? Wir haben genug Essen, wir haben Mineralien jetzt und wir haben auch Energiecredits. Also läuft jetzt, seitdem wir diese großen Planeten verloren haben. Die waren die teuren Planeten im Endeffekt, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Entschuldigung. Was ist hier los? Bauvorhaben abgeschlossen, okay. Haben wir jetzt noch nicht die Zerstörergeschichte und 5 geht noch nicht wegen fehlenden Rohstoffen. 350, die müssen wir noch sammeln. Hier könnte man noch ein Observatorium machen. Okay. Feldproduktion, Physik plus. Sozialforschung, Ingenieur, wäre dann da, das fehlt an Materialien. Unterhalt einer. Elementenmodifikator. Ja, sollte man das mitnehmen oder lieber sparen, bis das hier wird? Gute Frage, ne? 153 fehlen. Ne, das Quatsch, das doch Zerstörerwerf, die wollte ich schon bauen. Das passt schon dann. Warte mal, wenn ich den zuklappe, ne, dann ist das komplett weg. Das war Kampfstatistik, Strike Force. Ne, das wollte ich alles gar nicht. So, wo ist er? Militärmacht, wo ist denn der Raumhafen dann? Konstruktionsschiff ist das. Bin ich jetzt verkehrt hier? Nein. Strikeforce Manor. Da ist er. Das hier wären 350 für Stufe 5. 5. Und größere Schiffe kann man kriegen. Aber da sind wir ja ganz schlecht noch drin, also mit größeren Schiffen. Hier ist... Zerstörerwerf dann noch. Tja.
machen wir. Alles gut soweit, ne? Ja. Verschiedene. Wir geben denen das und dann gibt es ein Forschungsabkommen. Super. Nee, wollen wir nicht. +4 wird das nur. Das müssten wir vielleicht dann doch mal steigern noch. Wie sieht es hier aus? Ressourcen 4. Müssten wir da unser Forschungsschiff, nee, unser Konstruktionsschiff hinbauen, hinschicken. Ja, das machen wir mal erstes. Ach, das ist sogar hier, guck mal. Das ist doch schon mal schön. Dann haben die was zu tun auf jeden Fall. Das waren schon mal 4. Ist hier auch 4 in 1. Nee, 2x2. Hier gibt es noch 4. Aber auch 2x2. Hier sind 8. Aber 4x4, 2. Hier oben ist nichts mehr. Beziehungsweise das hatten wir schon, das meiste davon. Was denn mit dem da? Ist noch außer Reichweite wahrscheinlich, ne? Ist aber auch 2x4. 2x2, so. Ist richtig, ne? Weil dann sind es 4. Das auch nicht. Hier gibt es eine 6. Sind aber 3 einzelne. Hier gibt's was. So, nur warten, bis das Konstruktionsschiff fertig ist und dann geht hier noch was, ne? Ja, das wird auch gehen. Wenn ich das jetzt aber anklicke, dann wird das keine Abarbeitungskette, sondern die hören da oben wahrscheinlich auf, deswegen warten wir lieber gerade. Bergbaustation. Ja, läuft, ne? Teilweise geht es relativ schnell, dann dauert es mal wieder länger hier. Dann vertue ich mich da. Ist das eben eine Täuschung gewesen, dass es so langsam ging. Forschungsschiff macht auch nichts. Das sollten wir jedenfalls auch gleich nochmal losschicken. Jetzt ist das gleich fertig, dann können wir sie hier hinschicken. So, jetzt haben wir 7. Forschung abgeschlossen, können wir ausmachen. So, und dann wählen wir nochmal das Forschungsschiff an. Und das kann ja mal... Das ist schon erforscht, ne? Forschungsschiff ist ausgewählt, ne? Ach, hier waren wir auch schon. Sonst würden ja auch keine Sachen da dran stehen, ne? Tja. Ausgewählt ist, ne? Ja. Kann ich nicht, weil da irgendwelche Zeichen schon sagen, dass das nicht geht. Hier steht ja überall was dran. Ne? Hier müssten wir mal unbedingt reingucken. Ne? Da ist auf jeden Fall hier was machbar. Ne? Konstruktionsschiff. Okay, ist außerhalb der Grenzen, deswegen geht das dann nicht. Aber unser Forschungsschiff muss doch irgendwas forschen können, oder?
Was ist das? Physikforschung ist beendet, okay. Neues Gebäude, Physiklabor 2, Forschungsalternativen plus 1. Befestigungsstärke. Also ich würde jetzt tendenziell dazu neigen, weil dann können wir schneller forschen, dann geht das andere nachher schneller, oder? Das dauert natürlich auch schon eine Weile. Hier sind wir gleich weiter. Wieso ist das hier schon erforscht? Sind wir da hingeflogen zum Erforschen? Hier ist wohl ein schwarzes Loch oder was, dass da keine Planeten sind. Waren die denn schon so weit weg hier, die Forscher? Okay, es gibt keine Route dahin. Hier unten gibt es auch nichts zu erforschen mehr wohl. Läuft gerade schlecht, ne? Aber das wissen wir ja schon etwas länger, dass es schlecht läuft. Die kriegen wir auch nicht heim ins Reich. Da wohnen irgendwelche anderen. Eisenzeit, okay. Und da gibt es einen Bergbau von uns. Und warum ist, wenn das von uns ist, da niemand da? Liegt in einem Sektor einer anderen. Schon komisch, oder? Gibt's ja auch noch so Sachen. Können wir hier was machen, dass es größer wird? Wahrscheinlich nicht, ne? Verteidigungsplattform. Das haben wir aber gebaut. Okay. Weiß ich nichts von, ne? Okay. Okay. Unabhängigkeit widerrufen. Ein Sternchen dazu bekommen, auch schön. Läuft. Tetzam Prime. Ja. Ja, was war das? So, Sektoren fehlen Ressourcen. Mach da gleich 200 hin. Geht, ne? Das ist fertig. Zentrier das mal gerade. Okay, dann waren 2 und 2. Hatten wir da irgendwie noch eine andere Möglichkeit? Das waren trotzdem, naja, 3x2. Jetzt gerade am Überlegen, ob irgendwo war es. Und zwar hier, nein, irgendwo hatten wir noch die Möglichkeit, was aufzubauen. Da oben war das, oder? Na, das ging nicht, ne? So war das. Hier gibt es die Möglichkeit. Oh doch, jetzt geht's vielleicht sogar. Außerhalb der Reichweiten.
Dann bauen wir hier mal eine Bergbaustation, oder? Obwohl, wir müssten ein paar Punkte jetzt erstmal wieder sammeln. Schwierig, ne? Zustimmen. Ja, hier Essen, kein Problem, ne? Vollgelaufen oder so. Jetzt mit mal. 107 haben wir da. Wenn wir es bauen wollen, dann brauchen wir natürlich das Dingens. Wie heißt es? Die Mineralien, ne? Hier ist alles verteilt. Hier hätten wir noch was, aber es waren 2 und 2, ne? Genau. Hier gibt es noch Forschung. Ne, Konstruktionsschiff. Und wenn wir da Forschung machen würden, das kostet uns auch 90. Machen wir aber. Vielleicht erweitern wir unser Reich dadurch ein bisschen, ne? Könnte sein, oder? Gut, okay. Die sind beschäftigt. Und hier sieht es ein bisschen mau aus mit Erweitern. Und ja, ich würde dann sagen, soll es aber auch erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.